Ja, hi, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir uns mit Rico durch die Stadt geschlagen, während wir von diesem riesigen Viech hier verfolgt worden sind, diesem riesigen Traumfänger, der Albtraum oder wie auch immer die bösen Viecher noch heißen. Hey, kommt mal her, ich brauche noch ein Level ab. Und ja, wir sollen es mit Frollo aufnehmen, weil der nichts Gutes im Schilde führt und zur Kathedrale gegangen ist mit diesem komischen Viech, weil der irgendwie mit dem Viech zusammenarbeitet. Und ja, das ist nicht gut für die Zigeuner und die Bewohner von Paris und so. Wir sind da ja so Friedensstifter extraordinär und müssen uns darum kümmern. Warum kriege ich ja nichts kaputt? Ich habe das Gefühl, ich habe hier boah. Irgendeiner von euch halt die schon wieder, ne? Du eine Zeitbombe, das, doch, das klingt doch perfekt. Boah, hallo? Muss das so sein oder sind da echt irgendwie so Bugs, die ich hier irgendwie erlebe? So, ich muss ganze 5 Link-Verbindungen mit diesen Viech machen, deswegen machen wir das mal. So, Angriff und Abwehrkraft ausgezeichnet. So. Voll die unkoordinierten Angriffe habe ich so das Gefühl. Okay. Ich kann mich das Menü aufrufen, wenn ich so verboten bin, weil dann wahrscheinlich abläuft, ne? Nicht so wie im Birth by Sleep, also. Da kann ich das Menü aufrufen, während so was, aber mir gerade ein. So, ha. Hier haben wir alles. Dann wird halt sofort abgebrochen. So, ich glaube nicht, dass wir es bis zur Kathedrale schaffen. Oder unser Sturz abläuft. Ist dann hier schon. Leute. Ich will ja nur Dinge angucken, okay. So. Noch mindestens 3 gegnerische Angriffe, okay. Dürfte nicht so schwierig sein, wenn ich die ganze Block spamme. Natürlich müsst ihr mich auch von vorne angreifen, ne? Danke. Genau so. Der geht nicht auf mich los. 1. Mal ein paar hiervon aussortieren. Wird das hier nur nervig. Oh. Boah, ich kann ihn nicht treffen, weil er sich einbaut oder was? So, komm her. Boah. Wow, was zum Teufel ist mit dir passiert? Komm her. Ja, die da hinten machen gar nichts, oder wie? Komm schon, geh mal einer auf mich los hier. Komm her. Hallo? Oh, ihr macht mir aber echt hier viel zu kompliziert, habe ich gesagt. Okay. So, da ist er da dran. So. Ich musste noch 5 Verbindungen machen mit dem Löwen. Ich habe gerade eine gemacht, das heißt, ich bin bei 4 und wenn das hier zählt, müsste ich bei 3 sein, ne? Wenn ich hier mit beiden auf einmal eine Verbindung mache. Oh, land doch mal auf dem Boden. Ja, ist auch kacke, ich komme nicht auf den Boden. Wie soll ich die denn da oben bekämpfen? Ne, hab doch nicht mal alle. So. Ey, da einfach oben war und überhaupt nicht runter kann. So. Störend. Okay. Lass mal gucken. Du brauchst noch immer noch 2. Aber das hat gezählt. Habe ich den überhaupt ausgerüstet? Ich habe den gar nicht ausgerüstet, oder? Bei 3 Link-Verbindungen.
Noch mein Fledermaus habe ich ausgerüstet. Ich habe sie ausgerüstet. So, selbst wenn ich es jetzt noch bis zum Boss schaffe, ne? Also Spoiler, wir müssen gegen das riesige Viech, das wir im letzten Part getroffen haben, irgendwann kämpfen, ne? Aber selbst wenn ich es bis dahin schaffe noch, ne? Werde ich mitten im Bosskampf rausgeschickt und muss nochmal einen Bosskampf neu machen. Da habe ich keine Lust. Was sind diese Staatskrankheiten, ehrlich? Kann mich an die irgendwie nicht erinnern. Im 3DS-Spiel. So. Gut. Auf. Nicht heilen. Gut. Und sag ja, der eine Angriff macht irgendwie am meisten Schaden, habe ich so Gefühl. Wollte ich irgendwas anderes einsetzen, habe ich so Gefühl, ich mache gar keinen Schaden. Du willst nicht heilen. Okay, okay. Haben euch neu alle kaputt. Genau, die ganze Zeit eigentlich den hier machen. Ey, warum seid ihr am Fliegen? Und zum Leuchten ist doch schön. So, und ich gehe mal schlafen. So. Und die Welten dauern hier viel länger, habe ich so Gefühl. Ein Ballon. Nein. Matala. Ich glaube, diese ganzen Albenbildungssachen, die kann man auch kaufen. Hi. Wer mich bei ihr? So, große Truhe, die will ich haben. Boink. Ja, Schockmietzen-Rezept. Oder nee, ich dachte, der Schoko. Mietzen, aber nein. Oh nein, das seid ihr. Fragezeichen. Dein Geist scheint etwas bemerkt zu haben. Das ist schön für meinen Geist. Was er merkt. Warte mal, von da sind wir gekommen, du. Hi. Oder? Sind wir nicht von hier gekommen? Du weißt, wo ich da lande, hallo? Ah, nee, da geht's storymäßig, glaube ich, sogar weiter. Fristert. Funke. Funke. Kleiner Stern. Oh, hallo. Noch eine große Truhe. Noch ein Rezept, bitte. Schlafraben. Von den Startdingern bin ich kein Fan, außer die machen gleichzeitig auch Schaden. Sie alle Gegner in 20 Sekunden oder weniger. Okay, das könnte schwierig werden. Fragezeichen. So. Oh, was hast du mit meiner Sturzanzeige gemacht? Ey, ich krieg die Krise. Nein, da ist noch einer irgendwo. Oh, war. So. Das Problem hatten wir schon mal, ne? Dann kam am Anfang irgendwie so eine riesige Sturzanzeige, das sehe ich irgendwie nicht ein. Liebliche Einbindung, ja. Und ich laufe jetzt mit 2, Dingens hier rum, ja, das hättest du wohl gern. So. So, was da? Da geht nicht weiter runter, was? Boah. Na. Oh, das ist übel. Feuerer. Ah, wir haben schon Feuerer. Was? Wieso haben wir Feuerer schon? Wir haben schon Funkra. Hallo.
Ja, da hatte ich noch Ballon. Ballon. Cool, wir haben schon richtig krasse Angriffe. So, was meinen wir noch? Noch alles. Was so aus, ne? Warte mal, wo ist der offizielle Weg gewesen? Nein, komm. Ja, wo kommt ihr denn jetzt schon her? Bin ich schon alles ausgemerzt? Boah, willst du mich auf den Arm? Hallo? Ich hatte mal nur so Viecher, die. Boah, jetzt kann ich gleich schon wieder einen Wecker einsetzen, ey. Mich. Das waren nur so Viecher, die irgendwie, weiß ich nicht, so Portale und so erschienen sind. Ey, wo ich setze jetzt nicht noch einen Wecker ein. Machen wir mit Rico mal als erstes die Welt zu Ende. Wenn wir schon mit denen so gut wie fertig sind. So, Funkra. Oh, ihr blöden Viecher, ey. Komm, ich muss euch abschlachten, ey. Ha, wenn mir jetzt schon wieder Zeit abläuft, ne? Und eine Truhe, ne? Ja. So, und haben wir alles? Das muss doch technisch hin, ne? War ja richtig? Ne, doch. Das wäre nicht Fragezeichen da gewesen. Ich glaube, den Angriff durch aussortieren, weil irgendwie ich habe ich damit nie irgendwas so Gefühl nicht an den Toten hängen. Boah, Leute, weil das nicht. Boah, töte sie mit Feuer. Alter, guck mal, wie viele Gegner hier sind. Hier soll ich jetzt allen aufnehmen, ne? Ja, ist klar, hier. Eine Truhe. Okay. Mal da rein. Ich glaube, ich habe keinen Schatz hier verpasst. Bin in den geheimen Durchgang. Warte, schon wieder. Ist nix. Okay. Von mir überall so Wege sind hier, die man zu Fuß nehmen könnte. Zu Fuß. Die sind auch lustig, ne? So, hi. Funkra. Gut, jetzt, wenn ich die Gegner damit treffe, dann zieht er Wesensart ab. So. Flammenwerfer, oh, ich habe vergessen, das Teil. So, da kann ich wenigstens schnell irgendwie deaktivieren und immer wieder einsetzen. So, oh, hi, noch eine große Truhe, schon die dritte Truhe hier, die dritte große Truhe mit so einer Feuermühle. Das war, glaube ich, ein guter Angriff. Vielleicht gebe ich den Rico, weiß ich nicht. Erstmal die Welt hier beenden. Klar zu denken. So, warum habt ihr keinen geheimen Eingang gefunden? So, da. Das üblich, dass die Zigeuner sowas aufstellen. Die Giftsprenkler. Vielleicht ist ja deswegen froh, euch hier alle jagen, weil ihr irgendwie sowas Kryptisches macht. Hi. Wie die immer durch die Wände irgendwie landen. Wo ist das? Oh, sehr gut.
Er hat was gefunden, sehr schön. Kümmert euch erstmal um das Viech hier, ey. Wir haben was gefunden. Ich werde ja gerade umgebracht, verdammt. Und die hocken jetzt echt die ganze Zeit davor, oder wie? Warte. Boah. Weil ich bin gelähmt, deswegen bewege ich mich nicht. Das ist mir schon aufgefallen, aber ist trotzdem nervig. Warte mal. Nee, von hier sind wir nicht gekommen, glaube ich. Ein Königskuchen. Ja, das Schlüsselschwert königswürdig ist. So, wieso ist da noch ein Viech? Bin auch von da gekommen. Und da ist noch so einer. Die ganzen Fähigkeiten, die habe ich auch nicht einsetze, aber mehr abziehen als meine normalen Angriffe, ne? Beim Buffer ist lieb nicht so üblich. So, wie sieht es denn schätzmäßig aus? Nicht gut. Boah. Ich tue mich aufs Spiel einsam. Das nimmt einfach zu viel Zeit weg, hier die ganzen Dinger zu suchen. Meine Güte. Warum sind die auch so winzig, ey? Die ist ja kaum in diesen riesigen Welten. So. Und dieses blöde Ding, ne? Wird immer auftaucht, wenn ich die Karte aufrufe. Ich werde es realisieren, so ich muss das Ding wegdrücken. Schon heftig, dass da so viele Skelette sind, ne? Oh, eine Rolle kann ich halt auch machen. Okay. Das ist mir irgendwie entfallen. Hier oben ist nichts. Ich habe schon wieder so viele Sachen hier verpasst. Geht denn das eigentlich? Problem ist, ich weiß nicht genau, wo ich mit Sora die Welt beende. Warum sagt ihr mir nicht, dass hier was ist? Und schon wieder eine dicke Truhe. Oh ja, noch eine dicke Truhe nach der anderen. Giftechsen. Mm. Oh, ich finde ja nichts mehr weiter. Ja, wo noch öfter hier vorbeikommen, glaube ich. Oh, Story, bist du hier irgendwo? Ja, sieht so aus. Das ist ein Mogri Shop und da ist eine Herausforderung. Warum verkaufen neu? Hm. Immer noch neu. Boah. Ja, im Moment brauche ich nichts. Okay, hier wird doch noch irgendwo was sein, ne? Rock. What? Na, steht Esmeralda, okay. Esmeralda. Ich hoffe, die Story wird nicht fortgesetzt, sobald ich mich hier näher. So, wir sind gerade Gegner. Drei Gegenstände blocken. Ja, kein Ding. So. Eins. Zwei. Autsch. Bitte. Komm her, du. Komm her, du. Komm schon, mach jetzt nicht so schwer. Oh, du blöd. So. Jetzt seid ihr alle dran. Tut mir leid, aber so läuft das normal hier. Na, jetzt mal alle, ne? Wie geht's dir? So, komm mit, komm her. Hey. Ich glaube, bis zur nächsten Welt werde ich mir mal ein paar neue Traumfresser hier erstellen, damit man wieder Abwechslung reinkommt, ne? Boah, tote Zerstörung. Boah. So, hier wird aber nicht so schwer sein, ein paar Kisten zu finden. Ah.
Kann ich darüber? Ja. Und noch eine dicke Truhe. Alter, so, wir haben es heute mit dem Jackpot geknackt, ey. Blitzattacke. Boah. Und die Kommandos werde ich wahrscheinlich auch noch mal überarbeiten, wenn ich hier fertig bin. Das ist ein Hebel. Macht er, kann ich ihn aktivieren? Nö. Was ist das für Zaubertricks? Zaubertricks? Ja. Jemand konnte ich hier. Nee, das will ich nicht angreifen. Das ist ein Zelt. Warum sollte ich das angreifen? Aber meine Zeit mit Sora ist gleich schon wieder vorbei. Habe mich wieso? Vielleicht wegen diesen bekloppten Schafen, die mir andauernd begegnen. Oder weil meine Wecker nicht irgendwie funktionieren, aus irgendeinem Grund. Wow, jetzt bin ich so abgestürzt. So, gucken wir mal. Schatze. Ja, irgendwo habe ich einen verpasst. Ist klar. Egal, machen wir mit der Story weiter. Erstmal. Und sowieso den ganzen Weg wahrscheinlich wieder zurückrennen, ne? Wenn ich schon irgendwann über den Schatz stolpern. What are you doing here? Phoebus and I came to warn you. Frollo's on his way. Take what you can and flee. Well done, Captain Phoebus. Thankfully, you are every bit as predictable as I had hoped. Dear Quasimodo, I always knew you would someday be of use to me. I have you at last, you witch. There'll be a bonfire in the square. No. Please, Master. Huh. Frollo, I won't let you do this. Oh. Man, sehr breites Grinsen hat. So hatte. Sah schon ein bisschen verstörend aus. Weil ich sag gar nichts. No! Quasimodo? Esmeralda! Phoebus! He's taking her to a bonfire in the square. I gotta hurry! Bitte schick mich nicht direkt dahin. Nein, wie kannst du es wagen? Und jetzt der Bosskampf? Wir haben ein Problem. Irgendwie guckt keiner dein Feuerchen irgendwie hier zu, Frollo. Way to go, Quasi. Ah, sehr gut. Ich will die eine Schatztruhe jetzt hier irgendwann zurückkommen, ne? Okay. Ja, wahrscheinlich eine Minute Zeit, dich zu erledigen. Für wir wetten, dass ich das nicht schaffe. Siehe den Kriegsspeier. Meiner Kampf ist sogar verdammt schwer. Oh Gott. Ja, das wird nichts, habe ich das Gefühl. Meine Dinger sind auch alle weg. Meine. Oh Gott. Wie heißt das? Meine Anzeigen hier. Sehr gut. Fall in. Ich bin doch mal. Hallo. Das ist aber schnell gegangen. Nee. Naja. So. Warum kämpfe ich überhaupt hier noch weiter gegen den? Das fängt gleich sowieso wieder von neu an. Boah.
nicht laut reden, ne? Blöd ist, er hat gleich dann wieder all seine AP, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen doof. Oh Mann. Okay. Weiter mit Rico. Das könnte ja, wenn wir jetzt zurückkommen, Spaß werden. So, mit ihnen noch mal zum Glück alle. Sind hier irgendwo Viecher? So, mit ihnen haben wir schon alles, ne? Hier. Boah, wir sind nicht offen. Verpiss dich. Mehr Zeit, um mich deinesgleichen hier zu befassen. So. Was hat hier? Für mich sind 3 Angriffe im Feind. Ja, machen wir einfach. Machen wir halt einfach. Ich weiß, haben wir schon, aber. Ich krieg mal auch Sachen. Oh. Ja, sieht aus, das müssen wir mit Rico hier als erstes die Welt abschließen. Da müssen wir mit Zora für ein blödes, für eine blöde Truhe hier nochmal reingehen. Ah. Will ich dann aber offscreen suchen, meine Güte. Ja, schon nichts irgendwas krasses sein, oder? Ja, ich brauche noch Link-Verbindungen mit dem einen Viech. Komm her. Und dann ab kann ich mal abholen, genau. Oh, nicht schon wieder. Hier ist einzelne Mal. Ist das? Mehr. Mehr. So. Ach ja, sollte man nachgucken, ob ich halt Truhen mit Rico habe, aber ich glaube ja. Ja, hier jedenfalls. So, tun wir mal hier was ändern. Und zwar Saugsturz. Der bringt es irgendwie nicht so, habe ich so ein Gefühl. Feuermühle. Ja, und dafür nehmen wir Feuer raus und machen. Weiß ich nicht, rein. Eis? Ja, komm. Zeitbombe vielleicht auch raus. Ja, komm doch. Lass mal Saugschutz doch drin, ne? Mal so. Aber die Angriffe, das lässt sich da auch sehen. So, da ist noch eine Herausforderung. Gucken wir mal, ob was Schönes ist. Es gibt auch so spezielle Herausforderungen, die irgendwie so echte Belohnungen hinterlassen. So wie besiege alle Gegner, ne, müssen 2-mal Schaden. Ach, das, obwohl, das habe ich nur mit Zora versucht, ne? So, da kann man jetzt hier ganz ruhig eigentlich machen, ne? Ja, so zum Beispiel. So nicht. Weiß was passiert. Ich gehe da runter und wird von euch allen auseinandergenommen. Ich muss euch alle treffen, weil sonst. Ja, du Fax, wir sind noch übrig, nur du, das glaube ich irgendwie nicht. Oh Gott, hätte wahrscheinlich wieder mit, weiß nicht, so als 2 Angriff oder so gezählt, ne? Davon hätte treffen lassen. Okay. Gut, da sind wir ja auch mit Rico quasi
vom Bosskampf irgendwo da vorne, ne, beim Speicherpunkt. Aber wir müssen noch bis so oben zur Kathedrale rumlatschen und haut ab, los, kommt. So gut, dann würde ich sagen, ich bin im Bad hier. In der nächsten Folge machen wir mit beiden Charakteren die Bosse dieser Welt platt. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Hoffentlich.